Herzlich willkommen zurück zu Heroes of the Storm Beta. Ich bin euer Ed und wie ihr hört, ist meine Stimme mittlerweile auch wieder in Ordnung. Und wir machen genau da weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Wir spielen jetzt das zweite Tutorial von Heroes of the Storm. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ich habe es extra für euch auch noch nicht weitergespielt. Also ich gehe hier vollkommen blind rein. Und wir werden mal sehen. Raiders rocken. Schauen wir mal, ob Jim Rayner rockt. Kleiner Ladescreen. Ach ja, kleine Info, demnächst auf meinem YouTube-Kanal werden auch noch andere Videos folgen. Wahrscheinlich GTA 5 und eventuell ein paar Classic-Videos, Far West. So, auf geht's. Ich hoffe, ihr seid bereit, Rayner. Jetzt wird es ernst. Wenn ihr verletzt seid, kehrt zu unserer Halle der Stürme zurück. Dort werden eure Wunden mit der Zeit automatisch geheilt. Wie zuvor geht es darum, die gegnerische Zitadelle zu zerstören. Also ich sehe das so. Drei Wege führen zur anderen Basis. Besser wir sorgen dafür, dass alle Wege abgedeckt sind. Jetzt habt ihr es begriffen, Junge. Folgt mir in die Schlacht und macht euch kampfbereit. Na dann, auf. Du kannst auf mich zählen. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. 5. Rayner, ich könnte auf diesem Weg eure Hilfe gebrauchen. 3, 1. Stürzt euch in den Kampf. Zeigen wir es ihnen. Ja, schauen wir mal, was abgeht. Wenn ihr gegnerische Diener, Helden oder Gebäude vernichtet, erhält unser Team Erfahrung. Hier werden Stufe und Erfahrung beider Teams angezeigt. Sobald die blaue Leiste voll ist, steigt unser Team auf und wir werden alle stärker. Dann wollen wir uns mal eine Stufe holen. Yay, Team Power. Es ist gefährlich, einen Turm ohne unsere Diener anzugreifen. Da hat er recht. Sind eine Stufe aufgestiegen. Eure Werte haben sich erhöht und eure Fähigkeiten sind stärker geworden. Hui. First Blood. Geht euch zurück, Junge. Es ist gefährlich, einen Turm ohne unsere Diener anzugreifen. Gegner getötet. Das könnte... Diablo ist Geschichte. Du kannst auf mich zählen.
Oh, Diablo is back. Rechtsklick bricht eine Fähigkeit ab. Nutzt den Linksklick, um eine Fähigkeit einzusetzen. Gut an. Du musst noch schneller werden. Gebrauchen. Wir werden diese Riesen überreden, sich uns anzuschließen. Ah, Verstärkung. Na gut. Hört sich gut an. Auf. Mit einem Reittier könnt ihr euch viel schneller bewegen. Die Standardtaste dafür ist Y. Ja, machen wir alles, kein Problem. Einen Augenblick lang in das Signal, ja? Natürlich. Wunderbar. Sobald ein Söldnerlager besiegt wurde, werden sie sich uns anschließen und entlang des nächstgelegenen Weges angreifen. Alles klar. Dann eskortieren wir diese Riesenviecher mal zum Vor und jagen das Ding in die Luft. Auf. Riesen sind sehr gut darin, Force aus der Entfernung zu zerstören. Ein ausgezeichneter Schlag. Zieht euch zurück, Junge. Es ist gefährlich, einen Turm ohne unsere Diener anzugreifen. Ich muss sagen, unsere Diener und unsere großen Jungs machen ganz gut Damage. Mit einem Reittier könnt ihr euch viel schneller bewegen. Standardtaste dafür ist Y. Oh, jetzt kommen wir durch die Hintertür. Doppelkill. Ihr habt eure heroische Fähigkeit freigeschaltet. Eine mächtige Fähigkeit, die in der Schlacht die Wende bringt. Passt nur auf, wann ihr sie einsetzt. Gegner getötet. Das gegnerische Team wurde ausgelöscht. Ich freue mich schon, die auszuprobieren. Hab bald kein Mana mehr. Das könnte gut werden. Ja, für die epische Fähigkeit braucht man 100 Mana. Auf geht's. Jawohl, nicht schlecht. Cool, ich würde mal sagen. Unaufhaltbar. Wir haben gewonnen. So wie es aussieht. Ah. Sieg. Hey. Sieg. Jawohl.
Das war das Tutorial 3. 2, Entschuldigung. Ja, da wir ja noch ein bisschen Zeit haben, würde ich sagen, machen wir einfach mal ein kleines Trainingsspiel noch zum Abschluss des heutigen Let's Plays. Auf jeden Fall, die Epic-Fähigkeit von Raynor, die knüppelt rein, kann man so sagen. Mal gucken, ob wir das Trainingsspiel noch fertig kriegen. Ansonsten machen wir dann beim nächsten Video genau dort weiter. Die Talente eures Helden ermöglichen die persönliche Anpassung und Verbesserung seiner Fähigkeiten. Öffnet die Talentübersicht. Ihr könnt zwischen diesen Talenten wählen. Fahrt mit der Maus über ein Talent, um mehr darüber zu erfahren. So. Ich will mehr. Adrenalinrausch stellt mehr Lebenspunkte wieder her. Könnte nützlich sein. Oder aber wir wählen Schützenkönig. Das Töten von Gegnern erhöht den Schaden automatischer Angriffe. Ich bin eher so ein Freund, der vorne reingeht. Ich glaube, Schützenkönig nehmen wir erstmal. So gefällt mir. Eine gute Wahl. In gewissen Stufenabständen könnt ihr neue Talente wählen, euren Helden verbessern und seine Kampfweise anpassen. Hört sich gut an. Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Lasst die Schlacht beginnen. Aber klar doch. Sollte es nicht heißen, lasst die Spiele beginnen? Schauen wir mal. Erfahrungspunkte durch die Vernichtung gegnerischer Helden, Gegner oder Gebäude. Muss sich jedoch begrenzt in der Nähe befinden. Das erste Blut wurde vergossen. Kopfschuss! Hört sich gut an. Ja, mal gucken, ob sie eventuell auch irgendwie... In Büschen versteckte Helden sind für Gegner unsichtbar. Sie werden wieder sichtbar, wenn sie die Büsche verlassen oder ein Gegner dieselben Büsche betritt. Okay, dann schauen wir. Verstärkt regelmäßig automatische Angriffe. Das ist der fokussierende Angriff. Oder den Vampirangriff. Automatische Angriffe heilen. Ja, ich nehme Vampirangriff. Kann natürlich sein, dass ich mich damit in die Nesseln setze, aber probieren wir mal. Schon wieder dieser Diablo.
sehe schon, wir müssen gleich wieder Schluss machen. Also ich glaube nicht, dass wir das Trainingsspiel noch schaffen. Also entweder machen wir an genau dieser Stelle dann weiter. Beim nächsten Video. Oder aber... wir... machen beim nächsten Video was anderes. Mal schauen. Ich sag erstmal ciao ciao für heute. Schaltet nächste Woche wieder ein auf adgaming.tv. Bye bye.